Wo bist du? Ramra, ja, du hüpfst schon in die richtige Richtung. Sind gerade, wir müssen ganz schnell ins Nether-Portal, dann kann der Don hier aufpassen, dass hier nichts passiert. Oh, da ist was ausgegangen, aber egal. Nichts wie rein. Und dann einfach direkt nach links abbiegen, raus aus dem Tor und links. Oh, hörst du das? Ja. Da waren aber ganz viele Gast. So, auf ins neue Land. Du warst ja auch schon da. Nein. Oh, ja, dann hast du was verpasst. Wunderschöne Landschaften. Hüpf, 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 hüpf. So, und jetzt nicht weiter, sondern links. Das war, glaube ich, ein Fehler von den anderen das letzte Mal. So, jetzt müssen wir aufpassen. Don, warst du schlafen inzwischen? Nee, noch nicht. Ich muss erstmal gerade hier meinen Sound machen. Bei mir läuft gerade das Platzlager. Dann haben wir jetzt auch Duster. Wir haben hier keine Betten drüben, ne? Dann komm wieder zurück. Und ich ich komme gerade wieder zurück. Moment. Ich bin gerade im Bett. So, jetzt sind wir im Nether. Das heißt, es müsste gleich Tag werden. Sag's Bescheid. Ist Tag. Alles klar und raus. Boah, ey, wieder Bushi Talk ist totale Umstellung, ey. Ich hab das nur. Huch, ganz kurz geleckt. Nee, ich hab immer Auto Voice Activation. So, jetzt guck dir das an, Ramra. Ist das nicht schön? Wir haben hier den Dschungel. Dschungel. Wir haben links daneben Ozean. Und dann haben wir auf der anderen Seite das Dorf und rechts daneben halt dieses Extreme Hills. Und wir haben natürlich hier unsere Kuhfarm. Für die ganzen heute. Soll das ein Bunker sein? Das Holzding da? Das ist der vollautomatische Chicken Farm. Da kommen vorne immer wieder Eier raus. Achso. Ach ja, was steckt denn da schon wieder drin? Alles durcheinander gemischt. Oh, jede Menge Kartoffeln, ey. Wenn man die backt, dann hat man natürlich ja, auch. Ich war da ein bisschen am Abfarmen halt für Zeug und so. Ja, ich mach mal gerade ein paar mehr Brote. Also so ohne Brot, also pff, ja. Mach nicht so viel, ich brauche was für die Kühe zum Füttern. Ja, ich habe jetzt nur 40 genommen. Da hast du noch 2 Stacks drin. So, 31 Brats. Brats. So, Mineneingang hast du jetzt hier noch nicht gebastelt, ne? Nee, mach das aber auch ein bisschen weiter hinten in den Chaosbergen. Also ja. Nicht direkt am Dorf. Nicht direkt am Dorf, gut, dann gehen wir mal hinten hin. Am besten nehmen wir den Brunnen. Was, Brunnen? Wo? Den Brunnen im Dorf. Geheimeingang. Direkt am Dorf. So, wir haben, ja, sind die Chaos Mountains. Oh, warte, ich bleib, ah, oh, ja, diese Schattierung. Und diese Kuh dort oben, was macht die denn da? Na, die ja, andere gut. Kuh macht auch irgendwas. Also, wir gehen jetzt mal hier durch die kleine Lücke und da können wir dann einen Eingang zimmern. Ich hoffe, der hält dann auch. So, hier wäre doch prächtig, oder? Noch weiter. Muss man mal schauen, ne? Oh, hier ist ein Eingang. Guck mal, hier ist ein Eingang. Komm, den buddel ich gerade mal ein bisschen weiter aus. Ja, ist ja schon fast perfekt. Mal gucken, wie tief ich da runter... Ja, ich komme auf jeden Fall rein. Ich setz mal hier Fackeln. So. Ja, das hätte ich jetzt auch gerade gemacht. Fackel gesetzt. Ja, da unten, da turnt schon jemand rum, habe ich gesehen. Oder? Du setzt ja, die da Fackel ist ein Creeper. Ne? Au! Da hing ich fest. Geschützt. Hey, wieso haust du die Fackel weg? Immer an die rechte Seite. Ach so, ja, dann. Das ist ein System, damit du dich unterirdisch nicht verläufst. Ich habe sie immer auf der linken Seite jetzt. Hau ich erstmal den Viechern hier ein über die Gates. Und die dir. Boah, drunter gefallen und trotzdem noch eine gegeben. So, also ja, jetzt schnell ausleuchten. No risk, no fun. Jetzt aber hier runter. Ach du Scheiße, ist das eine Riesenhöhle. Yeah, da sind wir ja genau richtig. Direkt Kohle hier neben. So,
So, erstmal so ausleuchten, dass wirklich nichts passieren kann hier oben. Auch nicht von hier oben. Ja, das sieht schon gut aus. Boah, die ist echt groß. Ja, dann haben wir es richtig getroffen. So, warte, ich mache mal eine andere Playlist an hier bei mir. So, da haben wir sie. Etwas düsterer. Ich habe Kohle, ich bin reich. Boah, hier sehen wir jetzt den Wasserstrahl von oben runter. Das sieht schon seltsam aus. So richtig durchsichtig. Du bist reich. Warte, ich muss das Wasser hier gerade mal deaktivieren, ja? So. 4. Kohle. Oh, ich muss meinen Deathpoint noch ausschalten. Wie war das denn? Kennt ihr das? Euer Handy vibriert und ihr denkt euch nur noch, Mädchen, jetzt nicht. Remove. So, jetzt habe ich meinen Death Point ausgeschaltet. Der war noch an vom letzten Mal. Dieses blöde Ding da. Ich sehe gerade, ich habe gar keine Map drauf. Echt? Oh. Eines Tages bin ich aufgewacht und habe bemerkt, dass ich vorm Schlafengehen vergessen habe, meinen Swag auszuschalten. Und ich wachte auf, bedeckt von Schlamm. Swag, was ist denn das? So, da unten ist zu. Da geht's nicht weiter. Ist das nicht toll? Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, komm, ich buddel da unten jetzt weiter, ist mir Wurst. Buddeln wir uns da durch. Genau da unten muss es weitergehen. Augenblick. Einfach mal ein bisschen Erde wegschaufeln. Buddeln, graben. Dann springen uns wieder die Creeper und Skelette über die Gegend hier. Ah, Eisen! Nummer 1! Das war natürlich jetzt ein Treffer. Genau das, was wir brauchen. Saphir. Noch besser. Eisen. Diamanten. Lava. Was? Wo? Du bist schon alles fertig oder was? Nein, ich laber nur. Mann, ich wäre dir gleich dahin gekommen. Junge. Voll hier fett am Flunkern. Ja, Lügen darf man ja nicht sagen. Ja, oh, was hat die Schaufel eine Reichweite? Wahnsinn, ey. Warte, ist das... Ja, müsste ich... Nee, geht ja nicht mehr. Ich dachte schon, ich könnte wieder mit dem Kies so eine super schnell Abbaumethode machen. Huch, da ist was nachgerutscht. Kohle. Ah, da oben geht's weiter. Siehst du hier? Komm gleich runter. Hau ab. So, da geht's nämlich hoch. Da wollen wir direkt mal hochbasteln. Nicht explodieren. Zu spät. Boah, kommt natürlich Kies runter. Drecksack. Boah, noch einer. So, erschossen aus der Entfernung. Alter, hurra hier. Das gibt's ja nicht. Ups, erstmal lichteln. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall richtig. Da kann nichts schief gehen. Ist der hinter mir irgendwo? Ich buddel hier hinten weiter gerade. Wo ich den Saphir eben rausgeholt habe. Ja. Ich kämpfe hier nämlich mit der Bagage rum. Du schaffst es. Ja, ich habe die Erweiterung der Höhle gefunden. Tatsächlich. Wo kommt der denn her? Du spinnst ja wohl. Hier oben geht's direkt fett weiter, sehe ich. Sehr schön. Aber mit Wasser. Was habe ich jetzt gemacht? Eine Fackel hinter das Wasser gesetzt. Auch nicht schlecht. Dann kann man den Effekt zeigen, wie das Wasser hier so... das Licht bricht. Das bricht Licht. Naja, so ganz sieht man das jetzt nicht. Uah. Die ersten Fledermäuschen. Pa, so, da hast du's. Ich glaube, ich habe eine Kohlemine gefunden. Und ich habe eine Mine gefunden.